Liebe Freunde, ich finde das irgendwie unglaublich. Da sind im Internet und besonders in den Social Media immer wieder Leute unterwegs, die man unter Nazis, Rechtsradikale und Verschwörungsfanatiker zählen muss. Und die scheinen sich gegenseitig stark zu machen. Das sind diese schwierigen Algorithmen, die dafür sorgen, dass am Ende in den Suchmaschinen oder bei Twitter oder Facebook oder bei Instagram immer wieder die gleichen Leute auftauchen, die mich bestätigen in dem, was ich eigentlich schon denke. Menschen, die keinen anderen Blick haben für eine andere Wirklichkeit, weil sie ja einfach immer das wieder erzählt bekommen, was sie sowieso schon denken. Es ist schon erstaunlich, mit welcher Schlichtheit und Einfachheit manche Menschen da irgendwie um den Daumen der Algorithmen herumgewickelt werden. Ich bin in einem Studentenverein als Student groß geworden und hier ist noch mein schönes altes Gerät von damals mit dem berühmten Bierzipfel, den wir nach und nach mit den Freunden getauscht haben. Und der erinnert mich daran, was der Wahlspruch meiner Familie in diesem Studentenverein ist, nämlich Audiatur et altera pars. Das heißt so viel wie, höre die eine, aber auch die andere Seite. Das heißt, lass dich jetzt nicht nur, auch nicht durch irgendwelche Algorithmen, nur noch in einer deiner Meinung bestärken, sondern habe den Mut, dich der anderen Meinungen zu stellen. Und plötzlich machst du vielleicht die Erfahrung, dass es sich lohnt, nochmal neu drauf zu schauen. Das gilt sowohl für die große Politik, das gilt aber vielleicht auch für das persönliche Leben und das eigene Dasein. Wenn ich nur Selbstbestätigung suche, dann kann ich nicht wachsen. Es braucht die andere Seite, die andere Perspektive, es braucht den anderen Blick. Vielleicht gelingt das ja in dieser Woche. In diesem Sinne, einen gesegneten Sonntag. Alles Gute.